gerade etwas überfragt, wenn der, warte mal, Kreis 1, 2 ist. Oh Gott, frag mich nicht. Frag mich bitte nicht, was ich gerade denke. Mein Kopf qualmt gerade. Der vielleicht. Hä, warte mal, nee, Moment. Die beiden auf jeden Fall die Sterne und der müsste doch. Nee, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Müssen wir auf 6 kommen. Wenn das 1 ist. Nee, warte mal. 6 ist hinten. Wenn das 6 ist, dann müssen wir ja eigentlich da hinten auf 6 kommen. Boah, ist das schwer. Boah, mein Kopf qualmt gerade richtig. Mein Kopf ist gerade richtig am Dampfen. Mit der 1 noch nicht so ganz zufrieden, ob die richtig sitzt. Oder die 2, warte mal, dann ist. Doch, das müsste stimmen. Da müsste der Stern die 1 sein. Ja. Ja. Ich bin gut. Ja. Boah, frag mich aber nicht, wie ich das jetzt gelöst habe. Ich habe so im Kopf durchgerechnet, weil die Zahlen ergeben quasi die Symbole. Oh Gott. Ja. Ja, weil hinten, wir haben hier ja 6, wir müssen ja auf 6 kommen. So. Und der Stern ist 1. Ne? Der Stern ist 1. So, also 1 plus 1, natürlich 2. Und der Kreis ist 1, 2, 3, 4. 2 plus 4 ergibt 6. Na, und so weiter und so fort. Alter, boah. Warum so schwer? Und wo ist schon wieder Evelyn? Wieso ist sie auf einmal weg? Ich schnall's nicht. Die kann doch nicht einfach weggehen. Weggehen einfach von uns. Das ist doch nicht. Das kann doch nicht sein. Wir lösen hier die Rätsel hier. Die Mega-Mastermind-Rätsel und. Sie ist einfach futsch. Vor allem, wie kann sie durchs Tor gehen? So incredibly stubborn. Exploring an ancient palace all by herself. Of course, I would never do such a thing. Aha, yeah, of course. Yeah, of course. Okay. Hallo? 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 Wo? Huch. Okay, hier ist eine Leiter, da kommen wir aber noch nicht lang, weil hier noch irgendwas zu ist. Okay. Die Frage ist jetzt, huch. Hier ist ein Hebel. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ah ja. Dann würde ich sagen, wollen wir mal. Hui. La 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 la. Vor allem, wie ist Evelyn da hingekommen? Hat die vorher den Hebel noch wieder zugemacht oder was? Oder wie? Still no sign of her. How does she solve all these puzzles so fast? Let's see. Oh, schon wieder Scheibe drehen. Oh Gott, ernsthaft. Eieieiei. Oh Gott. Um.
Ach, der dreht sich in die Richtung, ne? Ach, du heiliger Schmorsack. Und die müssen alle unten ankommen. Ja, das... Okay. Das wäre schon mal fast richtig. So. Nein. Nein, 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 nein. Oder? Ach, der Große muss ihn noch drehen. Nein, ich habe vergessen den Großen. Nein, das wäre es fast richtig gewesen. Nein. Ich hätte erst den Großen aktivieren müssen. Warte mal. Jetzt müssen wir erst den... Warte mal, hatte ich jetzt erst den Gelben? Erst ihn. Dann den Gelben, dann den Unteren. Ich glaube jetzt, oder? Stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Noch nicht ganz. Nein, fuck. Das heißt, ich muss erst Gelb aktivieren, oder? Damit sich ein vorausdreht. Erst Gelb. Dann Lila und dann Dings. Ja, jetzt. Jetzt müsste es stimmen, oder? Nein, zu früh. Nein, fuck! Oh Gott! Verdammt! Nein, oh mein Gott! Der braucht 1, 2, 3 Umdrehungen braucht der, ne? 3 Umdrehungen braucht der Gelbe. Jetzt stimmt's. Ja. Sauber. Wuhu. Jawohl. Scheiben drehen. Meine Spezialität. Ich drehe auch gerne Scheiben. Pizzascheiben vor allen Dingen. So. Ich bin der Bittermann. Ich bin der Bittermann. Was ist denn hier los? Wo ist Evelyn? Ich versch... Was ist das für ein Geräusch? Hallo? Hallo? Oh, ein Hebelchen. Wir fahren wieder nach oben. Mal gucken, ob es ein Geräusch gibt. Ja. Ratatatata, ratatatata. Ein Baum? Da ist Huch, da ist Evelyn. Evelyn, oh, come on, don't be like that. I know you're not just the looks. I'm the brains, remember? Oh Gott, I know ernsthaft? Oh Gott. So, you no longer think I'm some sort of pretty-looking novelty item. Mm. Sort of like your cap. You think my cap is pretty? I mean, no. No, of course I don't feel that way. Oh, very well. I can't stay mad at you now, can I? Come on, use the stuff that's underneath that pretty cap of yours and help me solve this one. You're so pretty and so pretty. Oh God, ernsthaft? Oh, man, another disc puzzle. Do we really have to solve this? Unfortunately, I think we do. Now, as you might have noticed, we've reached the heart of the palace. This, in fact, used to be Solomon's throne room, and I'm guessing his riches can't be far off. Throne room? Is that an educated guess? All of my guesses are educated, Adam. Now, hear me out. These discs are oil pumps. They're connected by gutters to several oil basins in front of the throne. And, according to this inscription, igniting those basins should open a secret entrance behind the throne. Come again? Oh, never mind. I'll just solve the stupid puzzle for you. Ich kümmere mich um das doofe Rätsel. Oh Gott, ernsthaft? Oh, der dreht sich auch noch falsch rum. Ach du heiliger Strohsack. Ach du heiliger Strohsack. Och, jetzt muss ich erstmal gucken.
Okay, der war schon mal richtig. Eieieiei, das ist gar nicht so einfach. Oh mein Gott! Okay, der dreht sich also gleichzeitig mit dem. Ah ja. Nicht richtig. Da sind wir schon mal auf dem richtigen Dampfer, ja. Eieieiei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, Mist. Verdammt, das kann doch nicht so schwer sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja. Ja, das ist nicht einfach. Okay, wenn wir den erstmal als erstes drehen. Hallo? Okay. Das heißt, die beiden drehen sich auf jeden Fall zusammen. Wenn wir die beide gleichzeitig aktivieren. Der dreht sich aber einen weiter, ne, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, lila und blau dreht sich ein, also blau dreht sich ein weiterhin gegenüber lila. Oder? Ne, sogar drei weiter. Okay. Eins. 2, 3. 1, 2, 3. Ah, verdammt. Ich muss das anders denken. Mein Gott, ich muss ja blau erst aktivieren. Das heißt, erst blau aktivieren, 3 und dann 1, 2. Oh Gott, ob das funktioniert? Ich weiß es nicht. Oh nein, das funktioniert nicht. Fuck, fast. Nein, Mist. Shit. Ich war fast richtig. Oh, verdammt. Oh Gott, das ist gar nicht so easy. Warte mal, blau war 3 weiter wie... Und wenn ich den erst aktiviere, der hat 3 Schritte weiter wie pink oder lila. Ein aktivieren und dann müsste der... Oh, ob das... Nee, das geht nicht gut. Nein, das passt nicht. Das funktioniert nicht. Nein, war klar. Aber warte mal, hä? Die Schritte? Ja, das ist vollkommener Käse. Dreht der sich denn da oben? 1, 2. Der hat 2 Schritte nur. Und der hat 1, 2. Ich muss mir das mal aufschreiben. Ich schreibe mir das mal auf, wer wie viele Schritte macht bis zum Ausgang, damit ich das mal ungefähr weiß.
Hier ist der Ausgang. So, der erste hat bis zum Ausgang zwei Schritte, ne? Zwei Schritte. Bis zum Ausgang. Der mittlere hat bis zum Ausgang. Hallo? Eins. Zwei. Drei. Vier. Also der hat vier Schritte bis zum Ausgang. Vier. Der dritte hat eins, zwei. Der hat zwei Schritte bis zum Ausgang. Zwei. Und der untere, also der blaue, hat bis zum Ausgang einen Schritt. Das heißt also, der bei 2, der muss sich mit dem dritten mitbewegen. Erster, zweiter, dritter, der muss sich mit dem mitbewegen. Der hat auch nur 2 Schritte. Der hat echt nur 2 Schritte? 1, 2. Stimmt, Tatsache. Also die beiden gleichzeitig aktivieren und der andere hat... Der Große hat einen Schritt bis zum Ausgang und der Dings hat 4. Das heißt, ich muss den als erstes aktivieren, bis der auf 2 ist. Und den muss ich als letztes aktivieren. Wenn ich den aktiviert habe und der ist auf 2, muss ich die beiden oberen aktivieren. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Also muss der jetzt hier auf 2. 1. 2. Ist das richtig? Nein, ist falsch. Wieso drehen die sich jetzt andersrum? Hä? Wieso drehen die sich denn jetzt andersrum? Die waren doch gerade gleich. Oder irre ich mich da? Ich mache mal eine kurze Aufnahmepause und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich.